Umfrageergebnisse exportieren. Die Ergebnisse sind da, Ihre Umfrage ist durchgeführt oder ist wahrscheinlich sogar noch am Laufen oder eventuell ist sie noch, man weiß es nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die Ergebnisse sind da. Sobald Sie Ergebnisse haben, bieten wir Ihnen auch an, dass Sie sie exportieren können. Natürlich, Sie brauchen die auch in Ihren eigenen Systemen oder zur internen Präsentation oder ähnliches. Dazu finden Sie, wenn Sie in die Auswertung klicken und auf Ergebnisse wechseln, hier rechts die Formate, in denen wir den Export anbieten. Das ist einmal CSV, das ist XLS, das ist SPSS und das ist PDF. Da können Sie frei wählen, für welches Sie sich entscheiden möchten. Wenn wir jetzt mal klassisch Excel nehmen als Beispiel, dann geht immer beim Export geht dann diese Box auf und hier können Sie dann frei entscheiden, ob Sie wirklich alle Fragen übernehmen möchten oder nicht oder einfach auch, sage ich mal, zwei, drei Fragen, wo Sie sagen, okay, das brauchen wir nicht, das ist jetzt hier nicht relevant. Die möchten wir nicht haben, dann können Sie die ausblenden oder abwählen, mehr oder weniger für den Export. Genau. Und haben hier unten noch bei erweiterten Daten noch die Möglichkeit, ein paar Einstellungen zu treffen. Zum Beispiel möchte ich den Gerätetyp, auf dem teilgenommen wurde, noch mit haben. Ich möchte die Sprache auch noch mitnehmen. Und wenn Sie Parameter, Variablen nutzen, können Sie es auch noch mitnehmen. Wenn Export starten, wird der Export gestartet. Da sehen Sie hier oben, das wird dann hochgezählt. Zack, da ist es schon fertig. Datei wird runtergeladen, dann öffnen wir das Ganze mal. So. So, die Ergebnisse sind geöffnet und wir haben jetzt hier den Export. So, was Sie hier sehen in Excel, wir haben vorne beginnt eine Teilnehmer-ID, das ist eine fortlaufende Nummer im System, da müssen Sie sich nicht drum kümmern. Es gibt eine Personal-ID, die kann über die Einladung gesetzt werden, dann wird das hier wieder angezeigt und dann sehen wir halt, wir markieren mal eine Zeile, hat die Person abgeschlossen. Teilnahmebeginn und Teilnahmeende wird jetzt hier nicht angezeigt, weil die Umfrage anonymisiert ist. Das ist ein Schutz, aber wir sehen, wie lange die Person teilgenommen hat. Das ist auch mal ganz interessant, dass man, da kann man so ein paar schwarze Schafe ausfindig machen, wenn der Durchschnitt irgendwo bei 5 Minuten liegt, sage ich mal, und da sind ein paar, die haben es in 30 Sekunden geschafft, dann wissen Sie schon ziemlich genau, das kann nicht realistisch sein, das Ergebnis. Genau, es gibt noch so ein URL-Referral, das ist, wenn Sie die Website-Integration nutzen. Dann haben wir gesagt, wir wollen uns das Gerät anzeigen lassen, auch die Sprache. Und dann startet das mit den Fragen und Antworten. Das heißt, Mitarbeiterbefragung ist es hier, in welcher Abteilung sind Sie tätig? Und ich sehe dann pro Teilnehmer, was diejenigen geantwortet haben. Und das baut sich dann hier so auf die Fragen auf. Wir haben hier die erste Frage und die sechste, weil wir ja eben ein paar ausgeblendet haben. Genau. Und so können Sie dann hier im Einzelnen das Ganze betrachten. Was wir dazu noch anbieten, ist die Auswertung der Häufigkeitsverteilung, also prozentual und absolut. Die übergeben wir hier mit. Hat für Sie den Vorteil, dass Sie diese Prozentwerte und absoluten Werte nicht mehr ausrechnen müssen, sondern Sie können damit direkt arbeiten, falls Sie hieraus noch ein Diagramm, einen Chart oder irgendwas erstellen möchten, das auch kombinieren möchten. Das ist dann an der Stelle einfach möglich. So, das war jetzt der Export in Excel. Wenn wir jetzt den Export für PDF zum Beispiel mal öffnen, da weicht es ein bisschen ab von den Optionen. Wir haben jetzt einmal hier das Deaktivieren, das haben wir eben gemacht, haben aber dazu jetzt noch weitere Optionen. Das heißt, diese Frage, Frage 4, hatte die Möglichkeit, dass man dort Textantworten geben kann. Und wenn Textantworten möglich waren, dann haben wir hier dazu drei weitere Bereiche. Das eine ist einmal das User-Icon. Wir können also die Textantworten, was der User gesagt hat, mit übergeben oder halt auch ausblenden. Wir können eine Wortwolke anzeigen lassen, das ist auch in den Ergebnissen machbar. Und wir können die Häufigkeitsverteilung noch anwählen. So, das ist jetzt die vierte Frageseite. Starten mal den Export. Der Export wird wieder aufbereitet. So, das Ganze ist eigentlich sofort fertig, da ist er schon. Wir klicken drauf, die Datei wird runtergeladen. Jetzt einmal kurz weggucken. Zack, da ist es wieder. Und hier ist das Ergebnis, das, was wir online gesehen haben, auch als PDF. So, wir sehen um die statistischen Daten und haben dann hier die Antworten dementsprechend. Und hier sind die Textantworten. Leider haben wir keine. Deswegen wird uns die Wortwolke und die Verteilung auch nicht angezeigt. Ja, ist gerade ein gutes Beispiel zum Präsentieren, aber so würde es sich dem verhalten. Das heißt, die Wortwolke etc. sehen Sie hier.
wenn Sie die dann aktivieren oder halt auch nicht aktivieren. Das ist jetzt, was wir gemacht haben, ist jetzt das Gesamtergebnis, haben wir exportiert. Was ganz charmant ist, wenn Sie hier in Easy Feedback schon eine Filterung anwenden. Beispielsweise, wir wollen oder haben auf das Sales-Team einen Filter angelegt und sehen auch nur hier die vier Teilnehmer. Wenn Sie jetzt auf die Exporte klicken, bekommen Sie auch nur diese vier Teilnehmer. Das heißt, Sie müssen nicht mehr später nachfiltern. Wir nehmen Ihnen die Arbeit einfach ab, das ist schon fertig. Ganz einfach, also einfach klicken. Wir gehen nochmal auf Excel, starten das. Ich zeige es Ihnen schnell. 16 haben wir hier irgendwo in Summe. Runterladen. 1, 2, 3, da ist es. Zack. Zack. So. Und hier ist das Ergebnis. Und wie Sie sehen, wir haben nur vier Teilnehmer. Also genauso, wie Sie das bei Easy Feedback Online sehen, bekommen Sie es auch in Export. Heißt auch, was wir in einem anderen Video schon gezeigt haben, wenn wir mit Reports arbeiten, das heißt, hier ist mal ein einfacher Report angelegt mit drei Perspektiven, haben wir ja eine vergleichende Ergebnisdarstellung aufgebaut. Da haben Sie schon vielleicht gerade entdeckt, dass hier oben ein Format fehlt, das ist SPSS. Da geht es nicht, den Vergleich zu übernehmen, aber wir können den für Excel übernehmen. Das heißt, wir starten wieder den Export. Wir merken uns mal gedanklich, wir haben drei Perspektiven aufgebaut. Das ist das Gesamtergebnis, das ist der Sales-Bereich und Sales und Marketing war es, glaube ich. Hier unten sehen wir das auch nochmal. Und diese aufbereiteten Werte, die wir hier sehen, bekommen wir jetzt auch in den Excel-Export. So, hier sehen wir einen Teilnehmer pro Zeile mit seinen jeweiligen Antworten. Haben wir einen Vergleich gestartet bei Easy Feedback? Ist der Aufbau anders? Wir sehen hier die Frage, ich mache das mal kurz ein bisschen größer, und dann die einzelnen Antwortoptionen und dann dementsprechend die Perspektiven, die wir gewählt haben. Das ist das Gesamtergebnis, Sales, Sales, Marketing und haben dann hier das Ergebnis, wie viele Personen haben geantwortet und diese Entwicklung wäre, wenn Sie sich in Easy Feedback die prozentuale vergleichende Darstellung mit anzeigen lassen, würde die hier auch wieder ausgegeben werden. Genau, und so baut sich das auf. Das heißt, so wie wir sagen, alles, was Sie hier sehen, bekommen Sie auch in den Export. Wenn ich jetzt auf PDF klicken würde, würde ich auch das in den Export bekommen. So, damit haben Sie sehr viele Möglichkeiten, wie Sie die Ergebnisse exportieren, ob Sie es im Gesamten machen, pro Abteilung, in einem Vergleich oder ähnliches. Liegt bei Ihnen, Sie sind flexibel und wie gesagt, der Export steht Ihnen immer zur Verfügung. Einfach draufklicken und los geht's. In dem Sinne, viel Erfolg!